Mehr Muskeln durch mehr Testosteron? Und hat ein Mann ohne Bart wirklich einen Hormonmangel? Heute wollen wir euch diese Frage beantworten, indem wir euch die Sexualhormone des Mannes näher bringen und erklären. Damit ihr die weiteren Informationen überhaupt nachvollziehen könnt, ist es erstmal wichtig zu wissen, was Hormone überhaupt sind. Ihr kennt das bestimmt alle. Vor einer Mathearbeit seid ihr total aufgeregt. Oder wenn ihr nach dem Sport einen riesen Hunger verspürt. Das alles hat auch etwas mit Hormonen zu tun. Merkt euch, was in diesem Kasten geschrieben steht. Hormone sind als chemische Botenstoffe an vielen Vorgängen im Körper beteiligt. Sie lassen Knochen und Muskeln wachsen, verschaffen uns Energie und beeinflussen unsere Stimmung. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie Hormone gebildet werden. Oder wie diese danach im Körper wirken. Gebildet werden Hormone von den sogenannten endokrinen Drüsen, auch Hormondrüsen genannt. Das sind Hormonfabriken, die über den ganzen Körper verteilt sind. Sie geben Hormone ins Blut ab, um über weite Strecken Nachrichten zwischen Zellen und Organen zu überbringen. Mit dem Blut verteilen sich die Botenstoffe im ganzen Körper. Dennoch reagieren nicht alle Zellen auf sie. Jedes Hormon kann nur an bestimmten Stellen andocken, nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Diese Andockstellen auf oder in den Zellen nennt man Rezeptoren. Sobald das Hormon daran andockt, erteilt es der Zelle einen Befehl. Während einer Mathearbeit sorgen beispielsweise auch Stresshormone dafür, dass Gehirn und Muskelzellen mehr Zucker aufnehmen. So können sie auf Hochtouren arbeiten und wir blitzschnell denken und reagieren. Produziert der Körper allerdings über längere Zeit zu viele Stresshormone, schadet das dem Hormonsystem und der Gesundheit. Wir bekommen Schlafstörungen oder Herzprobleme. So, jetzt wisst ihr erstmal, was wir meinen, wenn wir von Hormonen reden. Nun wollen wir auf unser Thema etwas genauer eingehen. Als Sexualhormone werden Hormone bezeichnet, die Anteil an der Entwicklung der Keimdrüsen, Ausprägung der Geschlechtsmerkmale und Steuerung der Sexualfunktion haben. Die männlichen Sexualhormone sind für die männliche Geschlechtsentwicklung und für die Erhaltung männlicher Merkmale verantwortlich. Zu den wichtigsten männlichen Sexualhormonen gehören unter anderem das Testosteron, das LH und das FSH. Wenn ihr jetzt unser Video weiter anschaut, erfahrt ihr später noch mehr dazu. Wir wissen jetzt schon, wie Hormone grundsätzlich wirken. Außerdem, was Sexualhormone sind und wie diese beim Mann heißen und natürlich, wofür diese zuständig sind. Jetzt ist es doch interessant zu wissen, wie die Wirkungsweise von Sexualhormonen beim Mann genau funktionieren. Das erklären wir euch anhand dieser Zeichnung. Unter anderem durch die Außenreize und die Psyche werden Signale an das Zwischenhirn gesendet. Dort werden Freisetzungshormone für FSH und LH zur Hypophyse weitergeleitet. Die Hypophyse schüttet dann die Hormone FSH und LH aus. Je mehr FSH-Hormone ausgeschüttet werden, desto mehr bindet es an den Hormonrezeptor der Sertoli-Zellen. Diese Zellen, die sich im Hodenkanälchen befinden, schütten, nach dem FSH an sie gebunden hat, das Hormon Inhibin, HI, aus. Das HI wandert wieder von den Hodenkanälchen zurück ins Zwischenhirn. Dann herrscht dort eine negative Rückkopplung. Wenn wenig Inhibin dort ankommt, sorgt das für stärkere Produktion von Freisetzungshormonen für FSH. Folglich stärkere FSH-Produktion. Wenn viel Inhibin dort ankommt, sorgt es für keine oder wenig Produktion von Freisetzungshormonen für FSH. Folglich wenig FSH-Produktion. Dazu verursacht die Kopplung von dem FSH und der Sertoli-Zelle die Bildung des Androgenbindungsproteins, kurz ABP. Diese sind wichtig für das Testosteron, wie ihr gleich hört.
Das andere Hormon der Hypophyse, das LH, bindet sich an die Leydigzellen in den Hoden, was verschiedene Wege auslöst. Testosteron wird ausgeschüttet, was sich an das ABP in den Hodenkanälchen bindet, da Testosteron ein Transportprotein braucht, um in den Hodenkanälchen zu wirken. In den Hoden hilft das Testosteron zur ersten Spermienausreifung. Das Testosteron hilft bei den vorgefertigten Spermien zur endgültigen Ausreifung in den Nebenhoden. Des Weiteren hilft das Testosteron zur Ausprägung weiterer männlicher Geschlechtsmerkmale, zum Beispiel sekundäre Geschlechtsmerkmale. Zum Schluss wandert das Testosteron wieder zum Zwischenhirn, um durch eine negative Rückkopplung, wenn es nicht im Normbereich ist, zu vermitteln, dass weniger Freisetzungshormon für LH und somit weniger LH produziert werden muss. Testosteron wirkt auch an folgenden Stellen. In der Muskulatur ist Testosteron das entscheidende Hormon, das in bestimmten Körperregionen zu einer Zunahme der Muskelmasse und in bestimmten Muskelgruppen zu einer Zunahme der Muskelkraft führt. Unter dem Einfluss von Testosteron wächst während der Pubertät zudem der Kehlkopf und die Stimme wird tiefer, was wir unter Stimmbruch kennen. Die Auswirkungen von Testosteron auf Haut und Haare zeigen sich zu einem durch eine ausreichende Hautdurchfettung, auch Teigproduktion genannt, und zum anderen durch die männliche Körperbehaarung, insbesondere Achsel-, Brust- und Schambehaarung, sowie den Bartwuchs. Bei erwachsenen Männern liegt die Gesamttestosteronkonzentration im Blutserum bei 2,41 bis 8,27 Nanogramm pro Liter. Aber was passiert, wenn der Wert zu niedrig ist? Ein erniedrigter Testosteronwert kann zu einer Feminisierung des Mannes führen. Er entwickelt dann weibliche Züge. Zum Beispiel vergrößert sich aufgrund eines vermehrten Wachstums der Brustdrüsen, auch Gynäkomastie genannt, das Brustgewebe. Tumoren des Hodens, ein Funktionsverlust des Hypophysenvorderlappens sowie erhöhte Prolaktinwerte im Blut können ebenfalls erniedrigte Testosteronspiegel zur Folge haben. Prolaktin ist ein Hormon, welches zur Milchproduktion der Brust dient. So, jetzt fassen wir nochmal alles kurz zusammen. Also aufgepasst! Hormone sind chemische Botenstoffe im Körper. Sie übermitteln Informationen und regulieren zahlreiche Körpervorgänge wie Stoffwechsel, Ernährung, Blutdruck und die Sexualfunktionen. Sexualhormone steuern die Ausprägung und Aufrechterhaltung primärer und sekundärer Geschlechtsmerkmale, die Spermatogenese beim Mann. Das wichtigste Sexualhormon beim Mann ist das Testosteron. Bei einem zu niedrigen Testosteronspiegel kann es negative Folgen für den Mann geben. Was ihr auf jeden Fall nicht vergessen dürft: Alle Sexualhormone werden von beiden Geschlechtern produziert. Allerdings überwiegen bei Frauen die weiblichen und bei Männern die männlichen Sexualhormone. So, das war es erstmal. Wenn euch das Thema Hormone noch weiter interessiert, findet ihr auf unserem Kanal noch andere Videos zu diesem Thema. Bleibt gesund und vergisst nicht, immer schön euren Hormonspiegel im Blick zu behalten. Bis bald!